Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Moving Out 2. Wir sind in der letzten Folge hier in Snackhausen gelandet. Und ja, ich würde sagen, wir fahren direkt mal hier rüber. Hier vorne ist nämlich direkt der nächste Job. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was uns hier erwartet. Langsam habt ihr den Bogen mit diesem Schleuderding heraus. Für den nächsten Umzug braucht ihr gute Würfe. Lollipop Gallery. Umziehen. Dann wollen wir nochmal schauen. Ich bin der König der Schleuder. Meine Technik besteht eher aus Werfen als aus Schleudern. Stimmt, du siehst eher nach Werfer als nach Schleuderer aus. Okay, dann wollen wir nochmal schauen. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Sollte reichen, ne? Ja. So. Ich zähle jetzt einfach mal auf die großen. Also auf die roten, auf die hohen, meine ich. Und den nehmen wir natürlich auch mit. Oh, der ist zurückgekommen. Nice. So. Und weiter geht's. Nein, das gibt keinen. Oh doch, das gab gerade noch so einen. Sehr nice. Und zack. Und in die Mitte. Oh, der Stern, der Stern, der Stern, der Stern. Das gibt keinen. Oh wow, das war ja mal voll daneben. So. Hä? Warum machst du den nicht fest? So, und zack. Und weiter geht's. Ah. Oh, verdammt. Den habe ich zu spät mitbekommen. Das war's dann aber auch mit dem Stern. So. Ich weiß nicht, ob das bleibt dran jetzt. Ja, eigentlich nicht. Es ist ja ein Punkte sammeln in einem Zeitraum. Ach, komm schon. Nein, jetzt. Ah, verdammt. Oh, nein. Okay, müssen wir nochmal machen. Es sei denn, wobei, ich weiß gar nicht. Wie viel brauchen wir überhaupt? Jetzt kommt der Schleudergang. Ich bin der Schleuderkönig. Ich hoffe, niemand bekommt ein Schleudertrauma. Ich fühle mich, als säße ich im Schleudersitz. Okay, ich glaube, euch sind die Schleuderwitze ausgegangen. Besser als jede Wäscheschleuder. Aufhören. Ja, okay. Okay. Krass, warte. Drei, ohne zu verfehlen, das Spezialziel. Ich hasse Eis mit Ring. Okay, krass. Das ist ja wesentlich besser gelaufen, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir hätten jetzt knapp verfehlt noch. Habe ich mich umsonst gestresst. Ach, guck mal. Was haben wir hier? Floating Fling Flats. Okay, Smooth Mover, es ist Zeit, etwas zu ändern. Dieser Kunde braucht uns für einen Einzug. Juhu, einziehen. Wir sind Innenarchitekten. Wenn alles umgekehrt ist, müssen wir dann rückwärts gehen. 15, 6 Minuten 5. Okay. Einziehen ist ja letztes Mal chaotisch gewesen. Rein oder raus, jeder Umzug bringt mich in Schwung. Wir sollten wohl etwas vorsichtiger sein. Nee, der Kunde hat nichts von Vorsicht gesagt, oder? Gut, ich würde sagen, einfach mal machen. Wenn es nichts gibt mit der Zeit, dann, ja.
Achso, ich kann das gar nicht werfen. Hä, wie funktioniert denn das dann? Wenn ich nicht werfen kann. Hä? Wie soll ich denn das sonst machen? Hier komme ich auf jeden Fall im Leben nicht rüber. Und die Sachen verschwinden dann. Okay, wir müssen erstmal herausfinden, wie es überhaupt... Ach so, ja klar, da sind die Schleudern. Das habe ich jetzt völlig übersehen. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wir müssen erstmal herausfinden, wie es geht und können ja dann nochmal neu starten. So. Ich denke, das Sofa kommt da oben hin. Genau, das kommt da oben hin. Das hauen wir direkt durchs Fenster rein. Perfekt. Oh, das ist ein bisschen weiter geflogen, aber ist okay. Das war fast ein Volltreffer. Gut. Müssen wir ein bisschen aufräumen, aber das ist okay. Ich mach das ein bisschen weiter nach rechts. Sauber, das Bett steht schon mal quasi. Ja, wobei, müsste auch noch mal ein bisschen nachgerückt werden. Passt aber. Muss das alles da rein? Ah, tatsächlich. Was ist denn das? Achso. Nee, was ist das? Egal, gucken wir gleich. Ja, das ist sehr gut. Wäre nur noch cool, wenn ich mich selber rüberschleudern könnte. Nein! Ich glaube, hier kann ich eine Weile drauf stehen. Okay, also. Das hier kommt nach draußen. Kameraperspektive macht es ein bisschen schwierig. So. Und das kommt auf die Seite. Es fehlen aber noch ein paar Sachen. Ah, verdammt. Das kommt nach rechts. Ich weiß nicht, ob das was gibt. Ja, sauber. Das denke ich mal schneller, als jetzt das irgendwie rüberzubringen. So. Jo, und hier ist der andere Wagen. Da nehme ich direkt das Sofa hier. Oha. Da ist das Teil platziert. Ich weiß gerade nicht wegen der Zeit. 6 Minuten 5 war ja, aber jetzt ist die Frage, 6 Minuten Rest... Ja, müsste ja Restzeit sein. Aber jetzt ist das ja unfassbar knapp. Was ist das überhaupt, ein Tisch, ne? Jo, sauber, das sitzt. So, dann gehen wir mal schnell nach oben. Ja, also von der Zeit her hätte es jetzt abgelaufen sein müssen. Deswegen passt das. Hier brauche ich. Kameraperspektive macht es ein bisschen schwieriger. Zwei Sachen noch, ne? Zwei Sachen noch. Sauber. Ja. Dann. Ich hoffe, ich verschiebe jetzt hier nichts. Ah, ein bisschen. Komm schon! Nein! Ach, verdammt. So, komm her. Du kommst mal mit. Ja, das ist nicht so gut. Okay. So.
Das Sofa ist sowieso schon noch falsch. Irgendwas, was fehlt denn hier noch? Oh, sauber. Puh. Ich träume davon, eines Tages ein eigenes kleines Haus aus Süßigkeiten zu haben. Ein Süßigkeitenhaus in Parkheim? Würde das nicht jede Menge Bienen anlocken? Wäre aber gut für Mitternachtssnacks. Zerschmettere alle Bäume? Okay. Ja gut, Markisenschwung war eher... ja, ungeplant. Da wartet die nächste Bude auf uns. Gumball-Gamtschen. Zeit für etwas Abwechslung. Wir haben den Auftrag, in einer Fabrik beim Sortieren von Süßigkeiten auszuhelfen. Wenn euch jemand fragt, ihr habt ein Diplom im Süßigkeiten-Sortieren verstanden? 3 Minuten. Profizeit. Da bin ich gespannt. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Sortieren anzufangen. Nicht hetzen, zeig dich von deiner Schokoladenseite. Ich kann nicht arbeiten, wenn du die ganze Zeit Wortspiele machst. Klar, kannst du. Du bist doch nicht aus Zucker. Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich denke, die Kugel muss da rein. So. Wir machen das einfach mal. Also, keine Ahnung, wie das funktioniert. Wahrscheinlich mache ich es sogar schon richtig gerade. Hat so ein bisschen was von Flipper. Hey, wieso? Bleib da drin. Ja, wie bei Flipper. Nein! Oh, verdammt. Was ist denn das? Was soll das? Zwölf Stück brauche ich. Ist hier eine da ungültig? Nee, Moment, die ist korrekt. Das ist so eine. So. Dann haben wir die Kugeln durch. Achso, die hauen dann wieder rein, wenn die da in die Seite fallen, okay. Mist, die wurde gewaschen. Das geht so nicht. Was sind das eigentlich, so Kaugummibälle? Oh, zu weit. Das hat mich gerade kurz orientiert, weil die ja jetzt golden werden, wenn die drin sind. Ich kann mir vorstellen, wenn die hier nicht reinpassen, dass ich dann noch ein paar andere machen muss. Okay, das passt hoffentlich. Ach, da ist noch eine drin. Verdammt! Okay, nochmal neu. Ich glaube, ich muss erst alle, am besten, glaube ich, werfe ich alle Kugeln erstmal raus. Beziehungsweise, die können ja schon mal machen.
dann einmal hier stehe. Können die alle schon mal raus. So. Weiß nicht, ob der die zieht. Ja. Sauber. Wirkt das erstmal wie ein Chaos? Ist es auch. Aber vielleicht können wir damit ein bisschen Zeit einsparen. Ich meine, das größte Problem mit der Zeit war halt eher, die Kugeln da reinzukriegen. Genau, aber so können wir halt auch doppelt reinpacken. Wenn das klappt. Nicht da rein, bitte. So. Ich denke, das ist ein besserer Ansatz. Ich komme mir so vor, als würden wir viel schneller sein als beim ersten Mal. Okay. Es sind noch 3 Stück. Das sieht sehr gut aus. Ja, sauber. Das war auf jeden Fall besser. All diese Süßigkeiten-Level und ich habe noch keinen einzigen Marshmallow gesehen. Du bist schon süß genug, so wie du bist. Och, da werde ich ja ganz rot. Das waren gleich viele, ne? Wieder auf allen Seiten, glaube ich. Ja, das sah gut aus. Tilt. Ah, perfekt. Ui, da sind 5 Tech-Zwerge. Nein, nein, du hast nur mich gefunden. Die anderen hast du nie gesehen, okay? Aber da sind sie doch. Oder nicht? Sie sind eindeutig da. Na schön, sie sind da, aber wenn euer Chef fragt, habt ihr sie nicht gesehen, okay? Ich bin sicher, er will keinen Besuch vom großen Zwerg, verstanden? Na schön. Wir gehen wieder hier rein. Da haben wir noch ein paar Missionen offen. So, wie komme ich nach hinten? Kann ich hier durch? Nee. Das ist der große Abgrund. Wir müssen irgendwie hinten rum. Und da sind wir. Ginger's Homestead. Die Besitzer dieses Lebkuchenhauses sind übers Wochenende weggefahren und haben ihren Teenagern die Verantwortung überlassen. Sie nennen es die Party des Jahres. Ihre Eltern haben es Abschreibung genannt und müssen umziehen. 4 Minuten. Klassischer Auszug. Meinem Freund Hänsel würde es hier gefallen. Wie läuft seine Sammelklage gegen die Hexe zusammen mit Gretel? Oh, sie haben ein Vermögen gemacht. Sie können diesen Ort wahrscheinlich kaufen. Okay, ich würde sagen, einfach ran. Das ist eine Kugel der Zerstörung, ne? Genau. Die Kugel der Zerstörung. Ich mach alles nieder hier. Das macht auf jeden Fall etwas entspannter für diesen Job, wenn man hier alles einreißen kann. Ich meine, die müssen ja nur umziehen. Die haben nie gesagt, dass alles ganz bleiben muss. Muss ich die wieder mitnehmen, die Kugel? Oh verdammt, ich hänge da oben fest. Das kann ich nicht werfen. Das ist so. Oh, das war aber ein guter Sprung. Oh,
Das habe ich gar nicht gesehen. Es gibt noch Wände, die müssen weg. Komm ich hier drüber? Ja. Ja gut, das wird sich wahrscheinlich nicht so gut da drin halten. Oh, sauber. Ist direkt reingeflogen. Nice. Oh, die drei müssen weg. Da ist die Kugel. Perfekt. Das sind Schokostückchen, oder? Sieht so aus. Das Problem ist, da ja noch so eine Art Sofa war oder sowas. Kann ich hier durch? Ach, verdammt. Ja, sauber. Genau, so machen wir das. Schon wieder das Ding. Das brauche ich. Das sind nur noch Einzelteile, ne? Ja. Ach, verdammt, schon wieder. So, komm her. Auch hinten rum gerade. Und diesmal nicht da drauf. Erst beim nächsten Mal wieder. Das muss ich mal gerade reinschieben da irgendwie. Ja, das passt für mich schon, wenn es irgendwie drin ist. So, einmal großes Baguette. Croissant. Na, komm schon. Bleib da drin jetzt. Sauber. Sehr nice. Ich glaube, ich bin allergisch gegen Lebkuchen. Ich habe Krümel in meinen Schuhen. Haben wir nur 19? Nein. Zerschmettere 5 Dezember. Okay. Alles zerschmettern und nicht zerschmettern. Ja, die eine Wand, da habe ich mir schon gedacht. Oh, verdammt, das habe ich übersprungen. Ich bin ein Karton, also habe ich keine Schweißdrüsen, aber ich nehme an, du schon. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es bestimmt was gibt, wenn man alles zerschmettert. Und da ist der nächste Auftrag. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann geht es zu diesem Auftrag. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.